Ja, moin Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wieder im Kartrecken im Pärchen. Heute haben wir hier wieder den Renault Master. Da ist mir gestern Nacht eine Seitenbegrenzungsleuchte kaputt gegangen und die wollen wir einmal eben ersetzen. So, Seitenbegrenzungsleuchte heißt, wir haben davon 3 Stück pro Seite. So, die mittlere funktioniert nicht mehr und die wollen wir jetzt eben einmal ersetzen, beziehungsweise das Leuchtmittel. Und wie das funktioniert, wie immer, Schritt für Schritt zeige ich euch das. So, ich stelle euch mal eben kurz ein Stativ rein. So, am besten kann man so ein Teil, beziehungsweise das Lampengehäuse am besten mit einem Kunststoffkeil rausholen. Ich habe dafür so ein Set. Kann man dann, das sind alle möglichen, kann man auch hier Verkleidungstafeln und sowas alles mit rausholen. Also das Ganze sieht so aus. Also das kann man sehr, sehr gut mit arbeiten. So, und dann nehmen wir uns was schön Scharfes raus. Am besten sowas hier. Und dann würde ich sagen, machen wir so. Und dann, das ist nur gesteckt. Wir müssen dann nur gucken, ob jetzt rechts oder links die Klammer ist. Das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir gleich sehen. Vom Gefühl her, wie sie halt rausgeht. Einfach hier zwischen gehen und einfach aushebeln. Aber da kommt sie schon raus. Ja, perfekt. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben jetzt hier die Fassung. Jetzt einfach rausdrehen. Und dann haben wir hier das Leuchtmittel. Das können wir uns jetzt so einmal abziehen. Die ist auch durchgebrannt. Die ist platt. Falls Sie wissen wollen, was das für ein ist, das ist eine W5W, also für eine 5 Watt Glassockelbirnchen. Und da machen wir jetzt einmal die neue rein. Die habe ich mir hier schon an der Seite schon eingesteckt. Einen Augenblick. So, und hier ist einmal dann das neue Leuchtmittel. Die stecken wir jetzt hier an der Seite einmal rein. Schauen uns einmal die Fassung an, ob da irgendwie Rost, Oxidation oder was drin ist oder ob die sogar verschmort ist oder das sieht sauber und ordentlich aus. Die stecken wir hier rein. Wie rum ist egal. Die passt so rum und so rum, also 180 Grad gedreht, das spielt keine Rolle. Da das keine LED ist, kann man die so reinstecken. So, wenn wir die reingesteckt haben, eben kurz einmal die Fingerabdrücke entfernen, eben einmal sauber machen. Der Hintergrund ist deswegen, wir haben überall Fett und Dreck auf der Hände und das setzen wir auf ein Glas ab, wenn wir die anfassen. Und wenn das drauf bleibt, dann ist die Lebensqualität deutlich eingeschränkt von dem Leuchtmittel, weil das halt dann einbrennt und dann brennt die schneller durch. So, so ist sie sauber. Drin. Wir sehen hier den Fassungsgrad, einmal eine kleine Nase, einmal eine dicke Nase, da ebenfalls so wieder zusammenstecken, eindrehen, so. Kabel mit Hand ein bisschen helfen, einmal hinten reinführen. So, und wir sehen hier schon, wir haben hier die breite Aussparung, hier eine schmale Aussparung. Die Breite ist für die Klammer, das heißt, wir gehen als erstes hier an der Seite rein, schieben uns die nach vorne und drücken die rein. Somit rastet die ein und ist wieder fest verbaut. Wir schalten mal das Licht mal ein. Siehe da, funktioniert wieder. Ja, wie immer, ich bedanke mich. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Dass die, beziehungsweise mit den Begrenzungsleuchten, so funktionieren alle 6, also 3 pro Seite. Die sind alle gleich gesteckt. Und dann wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.